Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge Adventure Trails. Ja, ich befinde mich heute wieder im Naturparkzentrum Teufelsschlucht und möchte mit euch aber hier heute eine Route des Felsenland Südeifels gehen, die Tour 54. Ja, und heute ist es so richtig neblig und das passt eigentlich zu dieser historischen bzw. prähistorischen Kulisse hier. Und ja, gerade mit dem Nebel durch die Felsen könnte eine sehr interessante Tour werden. Wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Noch so ein paar Details zu unserer Wanderung. Die Tour ist die Tour 54 im Felsenland Südeifel. Hier unten seht ihr den Eingang in die Teufelsschlucht. Da gehen wir aber auf dieser Wanderung eigentlich nicht durch. Unser Weg führt uns dran vorbei und dann einmal unten herum. Wenn ihr ja die Teufelsschlucht sehen wollt, könnt ihr in das Video gehen. Und ich glaube aber, weil es so schön ist, laufe ich auch mal gerade runter. Zeige ich wenigstens ein paar Ausschnitte. Ich gehe nicht ganz durch. Und ja, ansonsten noch zur Tour, die ist 8 Kilometer lang und hat ungefähr 285 Höhenmeter. Ich blende euch das hier nochmal ein. Und ja, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Abstecher darunter, wenn wir schon mal hier sind. Und dann seht ihr auch so ein paar Ausschnitte wenigstens davon. Ansonsten, wie gesagt, oben das Video nochmal reinschauen. Sind wir unten angekommen. Ihr seht in dieser massiven Schlucht, Felskluft, wenn man so will, hier hinter geht es dann weiter auf so schönen schmalen Pfaden, wo man auch unter Felsen durch muss. Wie gesagt, ist eine andere Tour, die bin ich schon mal gewandert, werde ich auch noch mal im Sommer vielleicht wandern. Letztes Mal, wo ich hier war, war Winter. Ja, so ein paar Infos, das Ganze ist so vor ca. 10.000 Jahren durch einen Felsrutsch entstanden, bei diesem Luxemburger Sandstein, der relativ lose ist, auf einer schweren Schicht vom Keuper steht, das ist eine andere Gesteinsschicht. Und ja, das Ganze ist so im Ende des Juras wohl entstanden und da ist praktisch diese leichtere Schicht durch Frostschäden einfach von der über diese festere Schicht weggerutscht und dabei sind diese ganzen bizarren Felsformationen hier entstanden. Nicht ganz so gut sehen, aber wir gehen hier unterhalb dieser gigantischen Felswände. Hier sieht man halt hier immer mal so ein bisschen aus den Bäumen rausgucken. Bekommt man mit der Kamera sehr schlecht eingefangen, aber wenn ihr hier seid, dann seht ihr, kann auch super Fotos machen. Sieht gigantisch aus. Thank you.
weiterer Punkt, an dem wir vorbeikommen, sind die Oerler Wasserfälle. Ich sage immer, es sind eher Stromschnellen wie Wasserfälle. Aber ist auch ganz schön anzusehen, wenn ihr da unten seht, die Felsen so im Wasser. Ist nur so ein kleiner Abstecher, ist direkt hier, praktisch an unserem eigentlichen Laufweg. Die schauen wir uns einfach mal an. Ja, hier begegnet uns jetzt die Tour 61. Blende ich euch einfach mal hier oben ein, da seht ihr das Schild im Hintergrund. Ja, und wer die Stelle hier vielleicht noch aus dem Video kennt, das letzte Mal, wo ich hier war, kam hier überall Wasser gelaufen, rechts und links, und ich hatte Probleme, trockenen Fußes überhaupt hier rüber zu kommen. Und so ändert die Jahreszeit das Bild, und ihr seht, alles trocken, und diesmal kommen wir auch gut rüber. Aber daher lohnt es sich auch, in verschiedenen Jahreszeiten einfach mal so interessante Wege zu gehen. Schöner Aspekt, dass das gleiche wie bei der Tour 61 damals. Wir gehen jetzt hier an dieser Landstraße entlang. Da hinten sieht man schon unseren Zielpunkt Ernsten, ganz da hinten. Ja, hier ist zwar nichts los an der Straße, ist wahrscheinlich so, ja, eine kleine Verbindung zwischen den zwei Orten, aber trotzdem ist es immer schade, wenn man hier an so einer Straße entlang läuft, und auch gefährlich teilweise, je nachdem wie viel Verkehr ist. Sind wir schon wieder am Ende unserer Wanderung. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Persönlich fand ich sie wieder sehr schön hier im Felsenland Südeifel. Allerdings war der letzte Abschnitt ein bisschen, ja, langweilig, weil es nur noch zuerst über diese gefährliche Straße ging und dann nachher einfach nur noch einen geschotterten Weg einmal durch den Ort zurück. Einzige, was man da halt noch mitgeholt hat, ist dieser römische Altar, den ihr einmal kurz gesehen habt in der Einblendung. Ja, und hier sind wir jetzt wieder am Dinosaurierpark Teufelsschlucht. Der ist hier direkt am Naturparkzentrum angegliedert. Also wenn ihr kleine Kinder habt, könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen. Wenn ihr Öffnungszeiten findet ihr im Internet. Und ja, wie gesagt, es waren 8 Kilometer, die Tour war schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Über ein Like würde ich mich sicherlich freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!